Sobald die Sonne am Kärntner Feuerberg aufgeht, wird auf 1800 Meter Seehöhe Energie produziert. Von der Solarpappel. Konstruiert von Hermann Koppitz, Physiker und ehemaliger Professor der Technischen Universität Wien. Sein Prototyp soll am Berg bis zu 10-mal mehr Strom erzeugen als Photovoltaikanlagen im Tal. Ja, es ist noch zeitlich in der Früh, aber die Leistung von der Ostseite ist schon voll da. Die beginnt mit den ersten Sonnenstrahlen. Und heute ist ein wunderschöner Tag. Ich hoffe, heute werden wir eine Spitzenleistung erwirtschaften. Das ausgeklügelte Design der Anlage soll dafür der Grund sein. Weil die Sonne im Winter tiefer steht als im Sommer, ist die Südseite der Pappel geneigt, um etwa 70 Grad. So treffen die Sonnenstrahlen nahezu senkrecht auf die Paneele. Ausgerichtet nach allen Himmelsrichtungen liefert die Anlage den ganzen Tag über Energie. Eine wesentliche Eigenschaft der Solarpappel ist, dass sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Energie produziert. Und in der Früh, wenn die meiste Leistung nach dem Aufstehen gebraucht wird, ist Energie von der Solarpappel schon vorhanden und kann den ganzen Tag auf Solarenergie zurückgreifen. Und die lässt sich im Winter im Gebirge nicht nur einmal ernten, sondern sogar ein zweites Mal. Aufgrund eines physikalischen Phänomens, dem sogenannten Albedo-Effekt. Treffen Sonnenstrahlen auf eine Oberfläche, werden einige davon absorbiert, also aufgenommen. Und einige werden reflektiert, also in den Weltraum zurückgeworfen. Je heller eine Oberfläche ist, desto mehr Strahlen werden zurückgeworfen. Schnee- und Eisflächen reflektieren bis zu 95% des Sonnenlichts. Dieses Licht trifft ebenfalls auf die Paneele und bringt zusätzlich Energie. Also wir haben jetzt eine Albedo-Strahlung von ca. 370 Watt pro Quadratmeter. Das ist ein guter Wert und zeigt, dass es ein frischer Schnee ist, der sehr schön das Sonnenlicht reflektiert. Durch diesen Albedo-Effekt wird die Leistung einer Solaranlage um ca. 30% erhöht. Eine um ein Drittel höhere Energieausbeute als von Anlagen im Tal. Den Strom der Pilotanlage nutzt bereits das nahegelegene Wellness-Hotel zum Beheizen des Außenpools. Um bald den ganzen Hotelkomplex zu versorgen, sollen 50 solcher Pappeln errichtet werden. Ein ganzer Solarpark. Weil sie senkrecht auf Holzgerüsten stehen, nutzen die Solarpappeln nur rund 1% des Bodens. Bei herkömmlichen Photovoltaikanlagen sind es zwischen 60% und 70%. Um das Landschaftsbild zu schonen, bieten sich auch Skigebiete als weitere Standorte an. Die Betreiber der Kärntner Seilbahnen wollen die Randbereiche der Skipisten zum Gewinnen der erneuerbaren Energie nutzen. Solche Anlagen könnten später auch Lifte und Schneekanonen mit Energie versorgen. Das jedenfalls ist die Vision am Tiefenbachgletscher im Tiroler Ötztal. Auf 3000 Meter Höhe stehen statt Solarpappeln hier 12 solcher Solarbäume. Andere Form, aber ähnliches Prinzip. Also der Wunsch wäre natürlich, immer mehr unabhängig von Energieversorgern zu werden. Das ist eine Innovation, die wir eben da vorantreiben. Ziel wäre es, bis zu 30% mit Sonnenenergie selber abzudecken. Noch läuft hier eine Testphase. Die genauen Ergebnisse stehen noch aus. Aber ein einziger Photovoltaikbaum soll 40% mehr Strom produzieren als vergleichbare Anlagen im Tal. Das Besondere ihrer Konstruktion, die Solarbäume können im Winter nicht einschneien. Da sieht man jetzt recht eindrucksvoll, wie sich die Konstruktion selber schneefrei hält. Das entsteht durch die Verwirbelung, die durch diese Konstruktion erzeugt wird, bläst den Schnee von selber aus. Das Prinzip haben die Planer von den Bergbauern übernommen. Diese haben schon vor Hunderten von Jahren sogenannte Kolktafeln aus Holz in Lawinenhänge gesetzt. Die verhindern, dass der Schnee sich am Hang ansammeln kann. Durch die senkrechte Montage, wie man hier sieht, kann eigentlich der Schnee prinzipiell nicht einmal auf dem Modul liegen bleiben. Fällt der Test positiv aus, soll es bald eine noch größere Anlage am Gletscher geben.
Und auch in Kärnten am Feuerberg wollen die Erfinder bis zu 10.000 solcher Solarpappeln jährlich aufstellen. Sie sollen die sogenannte Winterstromlücke schließen. Denn noch muss im Winter mehr als die Hälfte des heimischen Energiebedarfs importiert werden. Heute werden wir über 90 Kilowattstunden Leistung erreichen. Aufs Jahr gerechnet hoffen wir, dass wir mit einer solchen Anlage 20.000 Kilowattstunden an Energie produzieren. Wenn wir das vergleichen mit einer Anlage im Tal auf der gleichen versiegelten Fläche, so ist das eine Steigerung um den Faktor 1000% oder 10-mal mehr. Eine Strommenge, die ausreicht, um etwa 2,5 Haushalte ein ganzes Jahr lang mit Energie zu versorgen. Eine stolze Ausbeute, mit der es in Zukunft vielleicht sogar gelingen könnte, den heimischen Strombedarf im Winter abzudecken.